Jo, wie angekündigt sind wir wieder live und wie im letzten Stream zeichne ich wieder so eure Vorschläge. Allerdings wird es dieses Mal eine kleine Challenge geben, aber das erwähne ich dann alles später im Stream. Ne? Ich hasse es eigentlich wirklich so mit Publikum live zu zeichnen, das setzt mich immer extrem unter Druck, deswegen mache ich das in der Regel nie. Erwartet also jetzt keine Spitzenergebnisse oder sowas. Das Ganze machen wir letzten Endes auch nur aus Spaß. Es wird definitiv nicht auch aufwendig. Jetzt nichts koloriert und nichts gelined oder sonst irgendwas. Einfach nur gescribbelt, gesketcht. Ne? Mehr wird's nicht. Wenn ihr später die Aufzeichnung davon seht, dann könnt ihr ja gerne mal in YouTube-Kommentare schreiben, ob euch das alles so interessiert, ob das cool war, ob das nicht so cool war, ob es vielleicht langweilig war, keine Ahnung. Und je nachdem, wie das Ganze jetzt so bei euch ankommt, kann ich ja dann gucken, hey, machen wir öfters, hey, machen wir nicht so oft, keine Ahnung, werden wir sehen. Ja, wo war ich denn jetzt eigentlich? Ich benutze heute Clip Studio, so wie beim letzten Mal auch. Nicht, weil ich Photoshop nicht mag oder sonst irgendwas, aber... Ihr wisst, ich benutze Photoshop jeden Tag. Ich möchte endlich mal was anderes benutzen, außer Photoshop. Oh, danke fürs Donaten. Lieb von euch. Überseht bitte die hässliche Schrift. Ich bin schon sehr lange nicht mehr in der Schule. Erneut, danke für die Kekse. Ich glaube, wenn du so weitermachst, dann wird Pep irgendwann mal extrem fett. Irgendwann rollt Pep, ja. Was machst du nach Myth? Nach Myth mache ich ein Artbook. Und zwar 2021. Also dieses Jahr Mythband 6, nächstes Jahr ein Artbook. Um es jetzt mal nach einer halben Stunde anzusprechen. Wir machen heute die Hashtag SixFanArts, beziehungsweise SixFanArt-Challenge. Die wird darin bestehen, ne, eigentlich genau das, was wir im letzten Stream gemacht haben. Wir machen Fanarts letztendlich, ne? Also ich pick mir ein paar von euren Kommentaren raus. Oh ja, genau, wir machen Endeavor. Endeavor im Englischen. Ich finde ganz ehrlich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, Alter, My Hero Academia Manga sieht einfach so cool aus. Der hat so die perfekte Mischung aus Rasterfolie und dort trotzdem traditionell gezeichnet. Zeichnen wir Endeavor in seinem Hero Outfit oder zeichnen wir ihn eher so casual? Ich habe übrigens das Gefühl, weil mich viele Leute fragen, warum zeichnest du die Augen zuerst? Ich habe immer so das Gefühl, jeder hat so seine eigene Formel, wenn man das so nennen möchte. Meine persönliche Art und Weise, wie ich mich am besten orientieren kann, ist, wenn ich erstmal weiß, wo die Augen sind, von dann weiß ich, okay, dann kommt die Nase hin und da kommt der Mund hin. Wenn ich andersrum anfangen würde, dann kann ich mich schlechter orientieren. Will ich ihn so von vorne zeichnen? Nö, ich glaube, ich mache ihn eher so von der Seite. Ich habe schon so viele Charaktere jetzt gezeichnet, die einfach von vorne schauen. Deswegen mach ich jetzt einfach mal so. Weil im letzten Stream haben die alle von vorne geschaut. Ich brauche mal so ein bisschen Abwechslung. Was tust du eigentlich, wenn dir keine Pose einfällt? Wenn mir keine Pose einfällt, dann kritzel ich einfach. Also wirklich, dann mache ich es zack, zack, zack. Passt nicht. Fuck, dann mache ich zack, 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 zack. Passt auch nicht. Und immer ein bisschen rumprobieren. Wie ich es gerade erwähnt habe, einfach... probieren, bis es einem gefällt und irgendwann mal kommt man auf ein Ergebnis. Also, das wäre Endeavor. Soll ich vielleicht noch was dazu malen? Eigentlich nicht, oder? Ich mache jetzt nochmal so einen richtigen Feuer hinten dran, dass es nicht so ultra schäbig wirkt. Ja, man erkennt ihn voll. Okay, cool, das freut mich, dass es einigermaßen so gelungen ist, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, es freut mich richtig, dass Leute so gerne gerade mitschauen, weil meine anderen Streams, da war mal relativ wenig los so. Leute haben nichts geschrieben, Leute haben immer dieselben Fragen gestellt. Ich bin happy irgendwie, dass das gerade alles so gut funktioniert. Ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, genau. Also, Endeavor haben wir. Ihr müsst, also wenn ihr eine Serie dazu schreibt, fände ich das schon irgendwo cool, weil ich weiß sonst nicht. Ah, Xuni, vielen Dank. Hast du Tipps für Haare bzw. Ansatzform? Sagen wir mal, du hast eine Person mit langen Haaren und die klemmt sich die Haare gerade so hinter das Ohr. Dann würden die hier zusammen sein, aber dann wieder irgendwo zusammengehen, ne? Haare bündeln sich immer irgendwo. Joey aus Yu-Gi-Oh! Wäre das eine Idee? Ich meine, ich habe ja gerade das Millennium-Puzzle um den Hals. Ich weiß gar nicht, wie ich Joey jetzt zeichnen möchte. Soll ich vielleicht alle Charaktere seitlich zeichnen? Ja, zumindest mal so im Halbprofil, weil nur seitlich wäre voll langweilig irgendwie. Das ist der Joey-Gesichtsausdruck, den müssen wir nehmen.
Joey sieht gerade so badass aus. Oh, danke. Das ist voll lieb. Ich höre immer, dass wenn ich Charaktere zeichne, sehen sie scheiße aus. Oder Joey sieht aus wie eine Frau. Ja, genau, davon habe ich geredet. Ich dachte, dass du nicht vor der Kamera zeichnen willst. Will ich auch nicht. Ich hasse es zu zeichnen, während gerade jemand zuschaut. Aber irgendwann muss man so eine Furcht auch überwinden können, finde ich. Deswegen, ich möchte nicht den Rest meines Lebens an Lampenfieber leiden. Boah, ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Ich geb ihm den Zauberer der Zeit aus dem Manga in die Hand. Ich könnte es jetzt hier so voll symmetrisch und so dazu zeichnen, aber ich meine, das wird so klein skaliert, dass man das eh nicht sieht. Ergibt das überhaupt Sinn so? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Was habe ich mir da gerade gedacht? Ich wollte, dass er die Karte so vorzeigt, aber dann müsste er auf der anderen... dann müsste er die linke Hand theoretisch nehmen. Dann müsste er mit der linken Hand eine Karte vorzeigen. Ah, okay, ja, deswegen macht's keinen Sinn. Was habe ich da gerade gelesen? Das ist eine geile Idee. Wer auch immer das vorgeschlagen hat. Ganondorf. Oh, Ganondorf hat einfach so ein cooles Design. Habe ich noch nie gezeichnet. Das spricht mich gerade an. Das hätte ich irgendwie Bock. Ich glaube, ich will ihn so ein bisschen shady aussehen lassen. So ein bisschen so von unten herab. So, so in die Richtung. Wenn ihr versteht, was ich meine. Gerade mit der Nase wirkt das, glaube ich, richtig gut. Weniger attraktive Charaktere haben oft ein interessanteres Design. Da gebe ich dir jetzt 100% recht. Was sind denn das für... Wachsen die Augenbrauen mit in die Haare? Alter, was ist das denn? Ja, doch so. Das gefällt mir tatsächlich schon so relativ gut. Ich bin eigentlich gelungen, oder? Bisher zumindest mal so. Ich sehe auch gerade, er hat hier mehr so Schatten unter den Augen. Vielleicht schminkt er sich, keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen. Alter, diese scheiß Krone, Mann. Was ist denn das für eine Krone? Hier noch ein Ball und da noch ein Ball und dort noch ein Ball und dort noch ein Ball, Alter. Was ist das für eine scheiß Krone? Warum habe ich dieses Design genommen? Oh, Ganondorf hat einfach so ein cooles Design. Was glaubst du, wäre Ganons Lieblingsessen? Ist Schweinefleisch jetzt zu weird? Er grillt bestimmt gerne. Ja, sage ich ja so. Ich kann mir schon vorstellen, dass Ganon so wirklich, oder Ganondorf halt, so richtig fleischhaltig ist. Gibt es einen Unterschied zwischen Ganon und Ganondorf? Ja, Ganon ist ja dieser Fluch und Ganondorf ist diese Person hier. Machst du noch eine Frau? Ich habe damit kein Problem, aber die meisten Vorschläge aus den Kommentaren bisher waren alle Kerle. So. Diese selbe Kette hier hat er nochmal da, Alter. Was ist... Ah. Ich würde sagen, gelungen, oder? So eine der besten Zeichnungen hier aus den Streams. Boah, das sagt mir was. Giorno! Jotaro! Ah, die Jojo-Fans sind hier, ne? Hisoka, ihr dürft euch nicht beschweren, dass ich nur Kerle zeichne, wenn nur Kerle vorgeschlagen werden, ne? Übrigens, Fun Fact, Jotaro ist irgendwie 15 oder 16 oder so. Er ist auf jeden Fall noch ein Teenager. Und dann frage ich mich auch immer so, yo, also Frauen sagen immer, oh, ja, Frauen werden immer so unrealistisch in Anime dargestellt. Dann frage ich so, der Kerl soll 15 sein. Was? Gibt es was im Myth, was du bis heute bereust? An jedem Band, an dem ich arbeite von Myth, muss ich bisher sagen, bereue ich es halt, dass ich Tobias Story so ein bisschen quetschen muss, ne? Ich meine, es ist jetzt nichts ausgelassen oder so, aber es ist genau das, was ich gerade von One Piece gesagt habe. Es tut mir echt jedes Mal voll leid, wenn ich was kürzen muss, aber ich muss es manchmal einfach machen. Zum Beispiel, wenn ihr Band 5 gelesen habt, Sekunde, kann ich ja vielleicht mal zeigen. Genau, das ist so, das, also eigentlich sollte diese Szene schon locker so, keine Ahnung, 4 Seiten gehen, vielleicht auch 5, und ich habe es jetzt halt auf 2 gepresst, mehr oder weniger. Das ist... Ich find's schade eigentlich irgendwo, aber Band 5 wär nicht mehr 2019 rausgekommen, wenn ich mir da Zeit gelassen hätte. Wenn du genug Geld, Zeit und Mitarbeiter hättest, dann würde ich mit... Oh, guck mal. Das Millennium-Pass. Es leuchtet. Ah! Ja, so viel dazu.
Ich habe den Manga durch einen Freund gefunden. Ach krass, also bevor ich dich kannte. Wenn Leute den Manga lesen, weil der Manga sie interessiert, das ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Gibt es eigentlich komische Momente mit deinen Abonnenten, wenn du sie triffst? Eine Sache, die wichtig ist, siezt mich bitte nicht. Ihr könnt mich ganz normal duzen, ihr könnt mich Marcel nennen. Ich bin nicht Herrn Drawing Like a Sir. Bitte auch nicht Herrn Marcel oder sowas, das wird mich echt... Man fühlt sich dadurch halt auch alt, ne? Obwohl ich es nicht bin. Das ist so, yo, ganz normal, Marcel, haut hin. Marcel ist wie ein Hund, süß, niedlich und flauschig. Den Vergleich lasse ich zu. Und pummelig. Ich bin doch nicht pummelig, Alter. Inwiefern bin ich pummelig, ey? Kannst du mal wieder Bilder bewerten? Nein, weil ich nicht möchte, dass man mich nur wegen sowas abonniert. Auch so der Grund, aus dem ich nicht auf dem Hauptchannel streame. Wenn ich auf dem Hauptchannel streame, ist jedes zweite Kommentar: Kannst du mein Bild angucken? Kannst du mein Bild angucken? Kannst du mein Bild angucken? Und das will ich mir nicht geben, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, das kann sich eigentlich sehen lassen, oder? Findest du überhaupt Zeit zum Trainieren? Ja, jeden Tag so eine halbe Stunde. Jeden Tag so eine halbe Stunde, finde ich, geht voll und ganz klar. Also ich meine, die Zeit muss man sich auch nehmen für die Gesundheit, ne? Wird es demnächst noch die Draw This In Your Style Challenge geben? Ich will halt nicht unbedingt einem Trend hinterherrennen oder was machen, weil es gerade im Trend ist. Aber ich würde es schon gerne machen. Ne? Bakugo hatten wir schon am Anfang. Whitebeard aus One Piece. Ja, ich finde Whitebeard eigentlich cool. Also ich hätte eigentlich nichts gegen Whitebeard. So, ich zeichne Whitebeard jetzt mal einfach ganz langweilig von vorne. Jetzt nicht irgendwie speziell von der Seite oder von Dreiviertel Ansicht oder so. Sondern einfach ganz, ganz langweilig. Ich sehe auch gerade Whitebeards Gesichtsform ist wieder so speziell. Weil die alle Arten von Charaktere leicht zu zeigen, fällt mir leichter, weil der ist so ein bisschen, naja, nicht hässlich, aber der ist so außergewöhnlich, wenn ihr versteht. Das ist jetzt nicht so der typische, hübsche Kerl, sondern der hat so richtig, der hat Falten im Gesicht und der hat so richtige Unebenheiten und eine fette Nase und so. Das finde ich richtig interessant und vor allem originell, wenn Charaktere so aussehen. Willst du einen Mensch zeichnen oder auch mal ein Monster, zum Beispiel Yu-Gi-Oh? Können wir vielleicht mal anders machen, aber weil Monster weiß ich halt nicht so wirklich, vielleicht versuche ich es jetzt und dann floppe ich dabei und dann, ich bin auch ein bisschen nervös, dass ihr das wisst, ja, deswegen werden die Zeichnungen heute jetzt auch nicht der Übershit. Ich bin auch ein bisschen nervös, ne? Whitebeards Kinn ist viel größer. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das gebe ich tatsächlich zu. Da habe ich Mist gebaut. Whitebeard hat wirklich ein fettes Kinn. Wenn man das mal so anschaut, ja, das muss wirklich größer. Ja, ich würde sagen, das kann sich so einigermaßen sehen lassen, ne? Ich zeichne nicht so wirklich Hauptcharaktere. Ich finde die Nebencharaktere, so wie Whitebeard, zeichne ich einfach viel lieber als jetzt zum Beispiel Ruffy. Ist einfach so. Zack, Gajeel. Oh, Gajeel ist auch cool aus Fairy Tail. Kannst du die nächste Körper ganz zeichnen? Nein, weil wenn ich Ganzkörperzeichnungen hier zeichnen würde, dann würden wir heute immer noch an Zeichnung Nummer 3 hängen oder so. Aber immer noch, ich weiß, der Haaransatz ist auch im Original hoch, aber mir ist er zu hoch. So, ich weiß, es ist auch im Original so und ich sollte es vielleicht so lassen, aber ich möchte es nicht so lassen. Deswegen setze ich den jetzt ein bisschen weiter runter. Nur ein ganz kleines bisschen. Kann man noch, glaube ich, so nehmen. Noch eine letzte Zeichnung, würde ich sagen, machen wir, oder? Gestern hat jemand kommentiert, dass wir keine Frauen gezeichnet haben und das stimmt auch irgendwo. Also vielleicht wäre das eine Idee, ne? Big Mom. Oh, Big Mom fände ich lustig. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. So wie Whitebeard. Wir haben Whitebeard gezeichnet, ne? Mirko aus... Oh, das wäre natürlich eine Idee. Also ich meine, ich bin ja kein Furry, aber...
Aber hot damn. Okay, dann wird das die letzte Zeichnung für heute, weil Thomas streamt gleich. Und das möchte ich ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich verpassen. Ach, mit diesem Zeichenstil von Boku no Hero Academia habe ich manchmal so ein bisschen Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die haben so riesige Augen und so riesige Augen zeichne ich ja eigentlich nie so wirklich. Meinte Tobias hat mir letzten Endes nur beschrieben, dass Amphitrite eine wunderschöne Frau sein soll. Deswegen habe ich sie so gezeichnet, wie ich sie zeichne. Ich habe gerade dieses Bild von Miroko gesehen. Das ist fucking adorable. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass irgendwas davon nicht adorable ist, ja? Und ich sehe auch, eigentlich hat sie voll die hohe Stirn, ne? Wenn ihr euch das mal anschaut. Ah, ja, egal. Die Augen sehen nice aus. Da sagt ihr das jetzt nur, weil ich mich am Anfang deswegen so fertig gemacht habe. Ich meine, ich bin unzufrieden, das merkt man mir vielleicht an. Aber wenn ich jetzt noch alles hier korrigieren würde, womit ich unzufrieden bin, dann würden wir noch ewig machen. Danke fürs dabei sein und man sieht sich dann im nächsten Video auf YouTube. Demnächst streame ich wahrscheinlich nicht, aber ihr könnt sehr gerne auf Twitch abonnieren, folgen. Ihr könnt sehr gerne auf Twitch folgen, dann bekommt ihr mit, wenn ich streame. Bei YouTube ist es natürlich immer so eine Sache. Deswegen, ja, danke fürs dabei sein. Wir haben alle Charaktere geschafft. Schaut bei Thomas vorbei, der gibt sich gerade richtig Mühe. Der macht jetzt den Spirit-Tempel. Also, bis dann. Ciao. Wie hast du dich mit den Auwan angefreundet? Wir haben gegenseitig bei unseren Videos kommentiert. Und dann bin ich auf einer Messe mal an seinen Stand gegangen, hab gesagt, yo, hast du Bock, mir einen Conan-Eintrag zu machen? Aber ich habe vergessen zu sagen, dass ich bin. Er kannte ja mein Gesicht nicht. Und dann habe ich ihm geschrieben, und dann habe ich dieses Conan-Video gemacht. Und dann hat er das gesehen, hat gesagt, ach, das warst du. Und so, ja, das war ich. Ah ja, sehr sympathischer Mensch. Es ist ein Abonnement wert.